Willkommen zurück zu unserer Vorlesung Kartellrecht. Wir befinden uns im Kapitel 5 Marktbeherrschung und wir haben den Begriff der Marktbeherrschung abgeschlossen und ich möchte noch einen ganz kurzen Blick auf die Zwischenstaatlichkeit werfen. Die Zwischenstaatlichkeit haben wir letztes Mal schon etwas grob behandelt im Rahmen des Kartellverbots. Da ich allerdings gerade die Probeklausuren korrigiert habe, ist mir aufgefallen, dass es da offenbar ein ganz grundlegendes Missverständnis gibt. Im Kartellrecht gilt nicht ein Entweder-Oder nach dem Motto entweder deutsches Recht oder europäisches Recht, sondern es ist nur die Frage, ob zusätzlich zum deutschen Recht das europäische Recht anwendbar ist. Es ist also denkbar, dass nur das deutsche Recht anwendbar ist, oder es ist denkbar, dass das deutsche und das europäische anwendbar sind. Wenn aber das europäische anwendbar ist, schließt das die Anwendbarkeit des deutschen Kartellrechts nicht aus. Das steht ausdrücklich in Paragraph 22. Und beim Missbrauchsverbot ist es auch so, dass allein der Umstand, dass ein Verhalten nach Europarecht erlaubt ist, keinerlei Bedeutung hat für das deutsche Recht. Das deutsche Recht darf also ein Verhalten verbieten, das nach Europarecht erlaubt ist. Demgegenüber, wenn das deutsche Recht ein Verhalten erlaubt, das nach Europarecht verboten ist, hat das für das deutsche Recht durchaus Bedeutung. Aber es hat nicht zur Folge, dass auch im Europarecht das Verhalten erlaubt sein müsste. Das heißt, die beiden Regelungen bestehen komplett unabhängig nebeneinander und Sie müssen in der Klausur daher auch immer beide Missbrauchsverbote separat prüfen. Wenn Sie also zum Beispiel Artikel 102 bejahen, müssen Sie trotzdem noch 19 GWB nachprüfen. Wenn Sie Artikel 102 ablehnen, müssen Sie ebenso Paragraph 19 prüfen. Wenn Sie Paragraph 19 verneinen, können Sie ebenso Artikel 102 prüfen, denn theoretisch könnte auch nach Europarecht mehr verboten sein. Das spielt dann praktisch keine Rolle, weil das deutsche Recht dann eben was man erlaubt, die aber keine Rolle spielen, da Sie nach Europarecht vorgehen können. Merken Sie sich also, in der Klausur müssen Sie immer Paragraphen 18 bis 21 prüfen. Artikel 102 müssen Sie prüfen und dann kommt es darauf an, ob Zwischenstaatlichkeit vorliegt. Liegt sie nicht vor, bricht die Prüfung dabei 102 schon ab. Liegt sie vor, prüfen Sie die Norm einfach komplett durch. Zwischenstaatlichkeit ist nicht so streng zu verstehen, dass in der ganzen EU eine Marktbeherrschung vorliegen muss. Das ist nicht der Inhalt des Artikel 102. Vielmehr genügt es, dass die konkrete Marktbeherrschung oder der konkrete Missbrauch Auswirkungen auf den Binnenmarkt hat. Dazu reicht es, dass er das gesamte Gebiet eines Staates abdeckt, weil er dann verhindert, dass Unternehmen aus anderen EU-Staaten in diesem Staat tätig werden können. Um das zu ermitteln, wird ein Vergleich gemacht. Man guckt nämlich, wie wäre die Lage, wenn derjenige nicht marktbeherrschend wäre. Wäre dann der Markt für andere oder Unternehmen aus anderen Staaten durchlässiger? Ebenso wie bei Artikel 101 braucht man hier auch Spürbarkeit. Es reicht also nicht eine geringfügige zwischenstaatliche Bedeutung. Das Beispiel dazu sind immer die Tankstellen in der Nähe der Grenze zu Österreich. Meine Sekretärin tankt regelmäßig in Österreich, weil das Benzin da billiger ist. Trotzdem ist die Zahl der Leute, die von Passau nach Österreich fahren, um da zu tanken, nicht hoch genug, um da eine zwischenstaatliche Bedeutung anzunehmen. Ebenso bei den Touristen, die nach Passau kommen. Auch da ist die Zahl nicht hoch genug, um eine zwischenstaatliche Bedeutung für zum Beispiel Donaukreuzfahrten anzunehmen. Ich habe Ihnen schon gesagt, das deutsche Recht dürfen Sie immer prüfen.
Und das steht ausdrücklich in Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 VO 1 2003, der nämlich sagt, wenn die Mitgliedstaaten ihr eigenes Recht anwenden, also das Bundeskartellamt Paragraph 19, prüft es gleichzeitig auch Artikel 102. Und Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 sagt ausdrücklich, dass für einseitige Handelsunternehmen strengere innerstaatliche Vorschriften zulässig sind. Und das bedeutet, dass Verhalten, das nach 102 erlaubt ist, nach Paragraph 19 verboten sein kann. Das ist genau anders als bei Artikel 101. Ein Kartell, was nach Europarecht zulässig ist, aber auch zwischenstaatlich ist, kann nach deutschem Recht nicht verboten werden. Und ein Kartell, was nach Europarecht verboten ist, kann durch das deutsche Recht nicht gegen das Europarecht erlaubt werden. Hier ist ein Nadelöhrprinzip. Es müssen also die marktbeherrschten Unternehmen sowohl 101 beachten als auch Paragraph 19 GBB. Was ist jetzt ein wesentlicher Teil des Binnenmarkts? Ich habe schon gesagt, ein gesamtes Staatsgebiet, also ein Monopol, was über ganz Deutschland geht, wird Unternehmen aus Polen, Österreich oder Frankreich davon abhalten, auf dem deutschen Markt tätig zu werden. Es reichen aber sogar größere Regionen innerhalb eines Mitgliedstaates. Der Grund dafür sollte offensichtlich sein. Nehmen Sie den Mitgliedstaat Luxemburg, der ist deutlich kleiner als zum Beispiel Bayern. Und dann wäre es unsinnig, wenn Sie sagen, wenn das gesamte Staatsgebiet von Luxemburg betroffen ist, ist das zwingend zwischenstaatlich. Wenn dagegen das komplette bayerische Staatsgebiet betroffen ist, reicht das noch nicht. Denken Sie an Brezen oder denken Sie an Weißwürste. Da mag es sein, dass Sie da ein Monopol in Bayern haben und das hat dann schon direkt Bedeutung für den Binnenmarkt. Darüber hinaus haben Einrichtungen, die zentrale Bedeutung haben, immer Binnenmarktrelevanz. Das betrifft insbesondere Fährhäfen, Flughäfen oder andere Verkehrsknotenpunkte. Und entschieden worden ist es zum Beispiel für den Flughafen Frankfurt am Main als zentralen Verkehrsknotenpunkt in der EU. Wenn man da sozusagen bestimmte Fluggesellschaften nicht landen lässt, missbraucht man seine marktbeherrschende Stellung. Maßgeblich ist die Bedeutung, die ein Gebiet für den Binnenmarkt insgesamt hat. Das heißt, man guckt, was passiert, wenn dieses Gebiet komplett ausgeklammert wäre, hätte das eine Auswirkung auf den Binnenmarkt. Und das hängt natürlich ab, erstmal von der Grundmenge an potenziellen Abnehmern, das heißt von der Bevölkerungszahl, dann aber auch von der Solvenz, denn es gibt Mitgliedstaaten, da leben eher ärmere Menschen und Mitgliedstaaten leben eher reichere Menschen. Und wenn gerade die reichen Menschen wegfallen, dann hat das eine große Auswirkung auf den Konsum und damit auch auf den Absatz. Und schließlich spiegelbildlich auf die Ressourcen. Wenn dieser Staat besonders viel, sagen wir, Rohstoffe hat oder dieser Staat besonders gut gebildete Mitarbeiter hat, ist der für den Binnenmarkt von besonderer Bedeutung. Und wenn der dann wegfällt, tut das besonders weh. Um Ihnen ein Beispiel zu zeigen, keine Binnenmarktbetroffenheit liegt dann vor, wenn ein Unternehmen allein in Deutschland marktbeherrschend ist und die Produkte nur in Deutschland nachgefragt sind und nur hier zu unangemessenen Preisen veräußert werden. Der Grund dafür ist, dass dadurch keine Marktabschottung eintritt und Bürger aus anderen Staaten nicht betroffen sind, weil diese Produkte ja nicht nachgefragt werden. In der Praxis sind solche Fälle aber eigentlich eher selten, denn man kann fast alles europaweit vertreiben. Dank Internet und entsprechenden Handelsplattformen gibt es eigentlich kaum Produkte, die ausschließlich im deutschen Markt relevant sind. Das mag der Fall sein, möglicherweise bei Fanartikeln für irgendwelche Fußballmannschaften, aber selbst da wird es schwierig, denn es gibt Bayern-München-Fans auch außerhalb Deutschlands. Für die Deutsche Post zum Beispiel wurde das verneint. Da wurde gesagt, die Deutsche Post
ist auch binnenmarktrelevant, weil sie eben auch Briefe von Leuten aus anderen Staaten nicht transportiert. Auch die zweite Aussage, ein deutsches marktbeherrschendes Unternehmen bindet die deutschen Abnehmer mit Ausschließlichkeitsbindungen, ist ein klassisches Beispiel für Sachen, wo Zwischenstaatlichkeit zu bejahen ist. Denn das verhindert ja gerade, dass Unternehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten ihre Produkte nach Deutschland importieren. Insgesamt also sollten Sie die Zwischenstaatlichkeit nicht zu schnell verneinen. In unserem Fall mit der Landwirtschaft war das hier relativ unproblematisch zu bejahen in der Probeklausur. Wer das also hier verneint hat, hat irgendwie das Kriterium zu eng verstanden. Der Sinn des Ganzen ist es ja, schon im Vorfeld zu verhindern, dass der Binnenmarkt gefährdet wird. Und das soll eben nicht zu schwierig sein. Gut, das ganz allgemein zum Tatbestand der Marktbeherrschung. Jetzt aber zu unserem nächsten Thema, nämlich zum Thema Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, also zu den Fällen des Missbrauchs im Sinne von 19.2 beziehungsweise im Sinne von 102 AEUV. Ich habe das so gegliedert, dass ich zunächst allgemein den Begriff des Missbrauchs kläre und dann die Hauptgruppen, nämlich den Ausbeutungsmissbrauch, den Behinderungsmissbrauch, die Diskriminierung, die Koppelung, die Essential Facilities, das Predatory Pricing und den Marktstrukturmissbrauch näher betrachte. Ich orientiere mich dabei bewusst nicht an den einzelnen Nummern bzw. Buchstaben, sondern habe die da unten drunter angebracht, damit Sie die Gemeinsamkeiten der jeweiligen Fallgruppen sehen und gleichzeitig auch wissen, unter was Sie das in der Klausur unterbringen müssen. Ein kurzer Exkurs sei mir aber noch erlaubt. Wir haben gerade über Marktmacht gesprochen und Sie haben vielleicht mitbekommen, es gab eine Entscheidung gegen Facebook beziehungsweise es gab einen Hinweisbeschluss gegen Facebook vor 3-4 Tagen, wo es darum ging, dass ein Gericht in den USA gesagt hat, Facebook habe wohl keine marktbeherrschende Stellung. Sie können sich diesen Hinweisbeschluss mal runterladen und die Kernaussagen habe ich für Sie zusammengefasst, nämlich die FTC sagt nichts Konkretes über Marktmacht. Marktmacht bedeutet, die Marktpreise zu erhöhen oder Wettbewerb auszuschließen in einem hinreichend bestimmten Markt. Das ist eine ähnliche Definition wie die, die wir auch bei 102 haben. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Frage, wann hat jemand so viel Marktmacht, dass er sich nicht mehr dem Wettbewerb ausgesetzt sieht, sondern die Preise einseitig frei bestimmen kann. Und das ist auch in den USA das einschlägige Kriterium. Allerdings, wie bemessen Sie das bei Facebook? Nun, zunächst mal sagt das Gericht, die Gewinne können keine Rolle spielen, denn die Gewinne werden nicht auf dem Markt gemacht, der hier möglicherweise missbraucht ist. Die Gewinne werden nicht von den Kunden gezahlt, sondern von Werbekunden. Und da hat Facebook keine marktbeherrschende Stellung. Facebook ist nicht der Hauptwerbeanbieter und sicherlich nicht der einzige Werbeanbieter im Internet, denn die Unternehmen können genauso gut auch Werbung bei Google schalten. Sie können genauso gut Werbung bei Microsoft schalten. Und es gibt auch noch unabhängige Werbenetze, wo Sie Werbung schalten können. Das heißt, da hat Facebook keine marktbeherrschende Stellung. Auch das Kriterium, was die EU im Digital Markets Act als relevant erachtet, nämlich die Anteile der täglichen oder monatlichen Benutzer, sei nicht wirklich geeignet, denn man würde damit ja nicht sicherstellen, dass es auch Nutzer gibt, die mehrere Konten auf vielen Anbietern haben und daher möglicherweise einfach nur mal kurz reinschauen, um ihrem Lieblingsfilmstar zu folgen oder um möglicherweise sich einfach nur so zu informieren.
Interessant wäre die Überlegung, ob es auf die Zeit ankommt, die man bei Facebook und Co. verbringt. Allerdings sagt auch hier das Gericht, das sei nicht hinreichend, denn wenn jemand einfach nur die Seite im Browser im Hintergrund geöffnet hat oder ein Video abspielt, sei das ja keine für Facebook nützliche Sache. Es könne nur ankommen auf die Zeit, die man mit Kommunizieren verbringt, in dem Sinne, dass man da Sachen eingibt oder hochlädt und die lasse sich nicht vernünftig feststellen. Und schließlich Marktanteil, also die Prozentzahl, sei schon deshalb blöd, weil die amerikanischen Kartellbehörden behaupten, der Marktanteil läge über 60%. Und dann stellt das gerichtlich die Frage, wenn Facebook 60% hat, wem gehören denn dann die anderen 40%? Also wenn man gesagt hätte 99% oder 90%, hätte das Gericht gesagt, okay, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Aber wenn ich so eine Zahl nenne, dann muss ich auch sagen, wem der Rest gehört und wie der verteilt ist. Einfach nur Prozentangaben seien da aus dem Hut gegriffen. Das Ganze führt entgegen zu dem, was in der Presse berichtet ist, nicht dazu, dass das Kartellverfahren jetzt gescheitert ist, sondern die Kartellbehörden sind aufgefordert, nachzubessern und darzulegen, warum Facebook eine Marktbeherrschungsstellung hat. Und dann wird dann danach weitergeschaut. Ich wollte Ihnen das nur zeigen, um Ihnen zu sagen, dass diese Marktabgrenzung dass die Marktmachtbestimmung sehr schwierig sein kann. Zur Marktabgrenzung hat sich dagegen das Gericht den Ausführungen der Kartellbehörden angeschlossen, hat gesagt, ja, es gibt voll integrierte soziale Netzwerke. Das hat auch das Bundeskartellamt so gesehen. Und diese Abgrenzung finden die gut. Die einzige Frage ist, wer Macht auf diesem Markt hat und wie man diese Macht bestimmen kann. Und das sei halt sehr schwierig. Zurück aber zu unserem 102. Und der EuGH hat einmal in einer Entscheidung versucht, alle Verhaltensweisen zusammenzufassen. Und er hat gesagt, es gibt drei denkbare schlimme Ansatzpunkte. Der erste ist die Beeinflussung der Marktstruktur. Das heißt, ich verschiebe Marktanteile willkürlich. Und zweitens die Aufrechterhaltung des Wettbewerbs behindern. Das heißt, wenn ein Wettbewerb besteht, wird entweder verhindert, dass dieser stärker wird oder er wird sogar noch reduziert. Oder drittens das Diskriminierungsproblem. Ich verlange von einzelnen Abnehmern oder Kunden andere Bedingungen als von denen, die ich gerne mag. In der Praxis äußert sich das Ganze darin, dass man als marktbeherrschendes Unternehmen eben nicht mehr frei ist in der Gestaltung seiner Marktbedingungen. An die Stelle des freien Wettbewerbs, wo ich sozusagen durch die Konkurrenz gezwungen werde, eine gewisse Qualität oder gewisse Preise zu verlangen oder eine gewisse Menge nicht mehr anzubieten, wird dann hier staatliche Regulierung gesetzt. Und zwar im Extremfall in Form eines Abschlusszwanges, dass mir gesagt wird, ich muss an bestimmte Unternehmen liefern. Ich habe also keine Vertragsabschlussfreiheit mehr, dass ich meine Abnehmer frei auswählen kann. Aber nicht nur das Ob, sondern auch das Wie wird modifiziert. Ich darf nicht mehr die Bedingungen selber bestimmen, sondern es wird mir vorgegeben, unter welchen Bedingungen ich Verträge zu schließen habe. Das Ganze setzt allerdings voraus einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Und wir haben schon gesehen, der 19 GWB ist da neu gefasst worden, um sicherzustellen, dass keine Kausalität zwischen Marktbeherrschung und Missbrauch erforderlich ist. Das bedeutet, es reicht für das deutsche Recht aus, dass Sie eine marktmächtige Stellung haben und einen Missbrauch machen, den auch jeder andere machen könnte, zum Beispiel bei Facebook mit Datenschutzbedingungen. Fehlende Datenschutzbedingungen kann nicht nur Facebook machen, das kann auch jedes andere Unternehmen machen, egal wie groß oder klein. Nur bei Facebook hat es stärkere Auswirkungen und das reicht eben schon. Das heißt, für den Missbrauch reicht, dass das Ganze eben
einfach nur einen Skaleneffekt hat, dass also der Missbrauch, den alle machen, bei Facebook deshalb schlimmer ist, weil Facebook Marktmacht hat. Im Europarecht ist der Kausalitätsbegriff ebenfalls sehr weit zu verstehen. Allerdings wird gesagt, ich muss zumindest in dem Markt, wo ich die Marktmacht habe, den Missbrauch machen oder in einem eng verbundenen Markt. Wenn also zum Beispiel Facebook auch einen Lebensmittellieferdienst hätte, dann könnten sie in diesem Lebensmittellieferdienst nicht nach 102 verfolgt werden, weil im Bereich der Lebensmittellieferung Facebook keine marktbeherrschende Stellung hat. Demgegenüber sowohl auf dem Werbemarkt als auch auf dem Markt für soziale Netzwerke als auch auf dem Markt für die Darstellung der eigenen Meinung hätte Facebook eine marktbeherrschende Stellung und daher könnten sie da auch einen Missbrauch betreiben. In dem Bereich, sagen wir mal, Lebensmittellieferdienste wäre Facebook dann ausschließlich am UWG zu messen. Das gilt aber für jedermann und Facebook würde da keinen strengeren Vorgaben unterliegen als andere, nur weil sie in einem anderen Markt groß sind. Unstreitig erforderlich ist, dass der Missbrauch zu einer Wettbewerbsbeschränkung führen muss. Wenn der Missbrauch keine Auswirkungen auf den Wettbewerb hat, dann ist der auch kein Fall von 102. Wenn der dagegen einfach nur soziale Folgen hat, nach dem Motto, manche Menschen verhungern oder manche Menschen werden krank, weil sie keinen Impfstoff kriegen, dann ist das kein Problem des Kartellrechts, solange nicht der Wettbewerb beeinflusst wird, also irgendwelche Beziehungen im Hinblick auf Angebot und Nachfrage. Sonstige Folgen bleiben außer Betracht. Ich habe schon gesagt, man unterscheidet im Wesentlichen drei Arten des Missbrauchs. Der Ausbeutungsmissbrauch richtet sich gegen die Abnehmer, das heißt gegen Sie als Verbraucher, indem man von Ihnen zu hohe Preise verlangt oder von Ihnen verlangt, dass Sie Bedingungen zustimmen, die Sie sonst nicht annehmen würden. Also zum Beispiel einem Verzicht auf Ihre Grundrechte, hier namentlich das Datenschutzrecht. Die zweite Form ist der Behinderungsmissbrauch. Der Behinderungsmissbrauch richtet sich nach links und rechts gegen die Konkurrenten. Ich stelle also sicher, dass neben mir kein anderer groß werden kann. Das kann ich erreichen, indem ich zum Beispiel mit den Einzelhändlern Ausschließlichkeitsbindungen abschließe und sicherstelle, dass sie keine Produkte der Konkurrenz verkaufen, sodass die Konkurrenz gar keine Chance hat, die Produkte an den Endverbraucher zu kriegen. Ebenfalls hierhin gehört die Kampfpreisunterbietung. Das heißt, wenn Sie konsequent Preise verlangen, die niedriger sind als die der Konkurrenz und das ausschließlich, um zu verhindern, dass die Konkurrenz Gewinne macht und so langfristig verhungert. Schließlich gibt es den Marktstrukturmissbrauch, der praktisch keine große Rolle hat. Da geht es darum, Sie verhindern das Entstehen eines Marktes oder manipulieren die Marktanteile. In der Praxis kann das eigentlich nur erfolgen durch Unternehmenszusammenschlüsse. Die sind aber regelmäßig spezialgesetzlich durch die Fusionskontrolle nach der FKVO beziehungsweise 35 folgende GWB geregelt. Theoretisch findet Artikel 102 beziehungsweise Paragraph 19 GWB daneben Anwendung. Praktisch macht man das deshalb nicht, weil die Fusionskontrolle strenger ist. Es gibt Regelbeispiele sowohl im AEUV als auch im GWB. Die sind allerdings nicht identisch. Und zwar haben Sie im AEUV in Buchstabe A den Kondition- oder Preismissbrauch, das, was wir eben als Ausbeutung gesehen haben. In Buchstabe B die Effizienzgefährdung, in dem Sinne, dass Sie verhindern, dass der Markt zu Produkten entwickelt, die die Bedürfnisse befriedigen. Das ist also eine Verhinderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts. Dann haben Sie Diskriminierung, unterschiedliche Bedingungen trotz eigentlich gleicher Voraussetzungen.
Und Sie haben besonders genannt das Koppelungsverbot, das heißt die Verknüpfung von Leistungen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das ist namentlich zum Beispiel der Fall bei Internet Explorer und Windows oder Media Player und Windows der Fall gewesen. 19 GWB hat A mehr Fälle und B andere Fälle. Nummer 1 regelt den Behinderungsmissbrauch, aber auch die Diskriminierung. Das heißt eigentlich zwei ganz verschiedene Fälle. Nummer 2 und Nummer 3 regeln Fälle der falschen Bedingungen. Das heißt, dass sie Preise nehmen, die entweder nicht dem entsprechen, was der Markt hergibt, oder dass sie bei Preisen Unterscheidungen treffen, die willkürlich sind. Nummer 4 regelt die Essential Facilities Doctrine. Allerdings ist die auch im Europarecht anerkannt, insoweit also ein allgemeiner Grundsatz. Und Nummer 5 regelt ein Anzapfverbot. Das betrifft den Fall, dass ein Unternehmen auf der Nachfragerseite Marktmacht hat und deshalb diese Position nutzen kann, um bestimmte besondere Bedingungen für sich bei seinen Lieferanten rauszuholen. Das sehen wir gerade im Lebensmittelhandel. Wenn Sie zum Beispiel Aldi sind, dann können Sie sehr gute Konditionen deshalb holen, weil viele Großlieferanten ihre Produkte gar nicht in der Menge sonst loswerden können. Deshalb kann Aldi zum Beispiel die Bauern, die Milch liefern oder die Milchverarbeitungsunternehmen zwingen, ihnen besonders gute Konditionen zu geben. Wir sehen es aber auch im Buchhandel, bei großen Buchhandelsketten wie Thalia. Auch die haben gegenüber den Verlagen eine große Macht. Wenn Sie als Verlag Ihr Buch bei Thalia ausgestellt haben wollen, dann kann Thalia Sie dazu zwingen, Sie zu unterstützen durch, sagen wir mal, Zuschüsse in die Kaffeekasse, und dann erreichen Sie damit eben auch eine Stärkung des marktmächtigen Unternehmens, was nicht unbedingt sinnvoll ist. Fangen wir an mit den Fällen des Ausbeutungsmissbrauchs. Das sind namentlich die Fälle des Artikel 102 Satz 2 Buchstabe A sowie des 19 Absatz 2 Nummer 2 und Nummer 5 GWB. Sie müssen also unangemessene Ein- oder Verkaufspreise erzwingen. Das heißt, Sie müssen Bedingungen erzwingen, die sich bei einem hypothetischen Wettbewerb anders ergeben hätten. Dazu muss es überhaupt einen Preis geben, denn bei einer Leistung, die unentgeltlich ist, wird es schwer, einen unangemessenen Preis anzunehmen. Das Ganze wird verglichen mit dem wirtschaftlichen Wert der Leistung. Man guckt also, wie viel Sie an Ausgaben hatten, um diese Leistung zu erstellen. Und grundsätzlich ist es immer unproblematisch, wenn Sie erstmal Ihre Kosten decken, und Sie dürfen auch einen Gewinn machen. Erst dann, wenn dieser Gewinn irgendwie zu hoch wird, wird das Ganze verdächtig. Der zweite Ansatz ist der Vergleichsmarkt. Wir gucken auf anderen Märkten, welche Preise dargenommen werden. Das geht relativ unproblematisch dann, wenn Sie auf verschiedenen Märkten tätig sind, etwa bei Fluggesellschaften, die für Flüge von, sagen wir, München nach Berlin andere Preise nehmen als für Flüge von München nach Düsseldorf und nur auf einer beiden Strecken marktbeherrschend sind. Dann wird man vermuten, dass der Unterschied wohl der Monopolaufschlag ist und der darf dann nicht gefordert werden. Der Preis muss gerade durch die Marktmacht erzwungen werden. Das heißt, es reicht nicht, dass der Preis einfach durch Werbung oder Imagevorteile erreicht werden kann. Wenn Sie also ein iPhone kaufen, weil Sie die Marke Apple cool finden oder weil es cool Design ist, kann Apple deshalb nicht belangt werden. Denn es muss der Preis gerade durch die Marktmacht, also durch das Fehlen von Alternativen, erzwungen werden. Was unangemessen ist, wird dann durch eine Abwägung ermittelt. Man wägt ab Ihre Interessen an einer angemessenen Vergütung für die Leistung mit dem Interesse der
Allgemeinheit an dem Zugang zu der Leistung. Und je offensichtlicher der Unterschied ist, desto eher wird man einen Missbrauch bejahen können. Die zweite Variante von 102 betrifft nicht Preise, sondern sonstige Geschäftsbedingungen. Das kann auch Unternehmen wie Facebook oder Google treffen, die von Ihnen keinen Preis verlangen, die aber von Ihnen möglicherweise Zustimmung zu Datenverarbeitung oder Ähnlichem verlangen. Alles, was nicht der Preis ist, kann hier eine Kondition sein. Zum Beispiel auch, wenn gesagt wird, wir wollen Vorkasse statt Zahlung bei Lieferung oder Zug-um-Zug-Leistung. Schon das wäre eine Kondition. Es können aber auch Pflichten gegenüber Dritten sein, zum Beispiel Ausschließlichkeitsbindungen oder Pflichten, bestimmte Leute zu bestimmten Sachen zu informieren. Es wird also geprüft, was sind Ihre Pflichten und sind die anders als bei Vergleichsmärkten. Auch hier muss es wieder auch gerade auf der Marktmacht beruhen. Es reicht also nicht, dass das irgendwie zufällig entsteht oder Sie einfach die AGB nicht gelesen haben. Beispielsfall dazu ist der Tetrapack-Fall des EuGH. Dazu muss man wissen, dass Tetrapack für sogenannte aseptische Verpackungen eine marktbeherrschende Stellung hat. Und bei den Kunden von Tetrapack wird dann verlangt, wer Tetrapacks nutzt, sagen wir zum Beispiel für Milch oder Saft, muss sich bereit erklären, dass Tetrapack jederzeit Einsicht in die Geschäftsbücher nimmt oder dass Tetrapack Überraschungsbesuche macht, um zu prüfen, ob wirklich alles so gemacht wird, wie vereinbart. Und der EuGH hat gesagt, das ist eine missbräuchliche Kondition. Es ist zwar nachvollziehbar, dass Tetrapack verhindern will, dass hier heimlich mehr Tüten produziert werden als vereinbart oder dass die Tüten eine schlechtere Qualität haben, aber ein so tiefgreifender Eingriff in die Unternehmenssphäre sei damit trotzdem nicht gerechtfertigt. Und Tetrapack könnte sich das nur leisten, weil die Tetrapack-Verpackungen marktbeherrschend sind. Andere Unternehmen könnten sich das nicht leisten. Daher sei das ein Verstoß gegen 102. Das Ganze finden wir in ähnlicher Form auch in 19.2 Nummer 2. Allerdings 19.2 Nummer 2 verweist zumindest dem Wortlaut nach ziemlich deutlich auf das Vergleichsmarktkonzept, denn er sagt explizit, es muss um Entgelte oder Geschäftsbedingungen gehen, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden. Also hier wird genauso wie im Europarecht die Gegenleistung geprüft. Das heißt, was Preis im Sinn des AIUV ist, heißt hier Entgelt. Es wird dann geguckt, wie wäre die Lage, wenn es Wettbewerb wäre. Das heißt, wir gucken uns einen Vergleichsmarkt an. Aber auch hier kann man hilfsweise wieder den Kostenvergleich machen und gucken, wie verhält sich der verlangte Preis zu dem eigenen Aufwand. Und wenn der Gewinn zu hoch wird, ist der wiederum missbräuchlich. Das Bundeskartellamt geht regelmäßig davon aus, dass der Normalpreis geringfügig überstiegen werden darf, allerdings um nicht mehr als 5%. Wenn Sie also den hypothetischen Vergleichspreis ermittelt haben, müssen Sie den vergleichen mit dem Preis, der gefordert wird. Und wenn die Differenz mehr als 5% ist, dann ist das missbräuchlich. Es gibt allerdings ebenfalls die Möglichkeit einer Interessenabwägung. Und die Interessenabwägung kann zum Beispiel sagen, dass man erstmal eine Amortisation der eigenen Investition haben möchte. Das heißt, in der Einstiegsphase kann es durchaus sein, dass Sie höhere Preise verlangen. Der Preismissbrauch kann zum Beispiel darin liegen, dass Sie von kleineren Anbietern überhöhte Nutzungsentgelte für Ihre Netze verlangen. Das betrifft namentlich Infrastruktureinrichtungen wie Stadtwerke.
Wenn Sie also zum Beispiel bei den Stadtwerken Passau angeschlossen sind, was der Fall ist, wenn Sie irgendwo im Raum der Stadt Passau wohnen, dann leitet die Stadt Passau eben Wasser, beziehungsweise, nein, nicht Wasser, sondern Strom und Gas von anderen Anbietern durch, also von Yellowstrom und Ähnliches, und kriegt dafür ein Entgelt. Und wenn sie jetzt von einzelnen Unternehmen ein höheres Entgelt als von anderen verlangt, dann wird geguckt, wie viel brauchen sie denn, um ihre Kosten zu decken. Und das sieht man halt bei dem Entgelt, was sie von E.ON und ähnlichen Großanbietern verlangt. Und dann dürfen sie von den kleineren nicht mehr als 5% mehr verlangen. Und dann ist es dann sittenwidrig. Genauso wie der 102 kennt auch der 19.2 Nummer 2 das Problem der sonstigen Geschäftsbedingungen. Und das ist alles, was nicht das Entgelt ist. Und auch hier wird wieder geguckt, was würden andere Wettbewerber tun. Und es wird nach einer sachlichen Rechtfertigung gesucht. Also auch hier kein Unterschied zu dem, was wir in 102 haben. Ich habe Ihnen schon angedeutet, der 19.2 Nummer 5 ist die spiegelbildliche Situation, nämlich, dass Sie sich Vorteile gewähren lassen, die Ihnen eigentlich nicht gehören. Und das setzt voraus, dass Sie auffordern oder veranlassen, dass Ihnen jemand Vorteile gibt, weil Sie gerade ein großer Nachfrager sind. Zum Beispiel typischerweise Rabatte. Das betrifft namentlich den Lebensmitteleinzelhandel, also zum Beispiel, dass dann ein Unternehmen wie, sagen wir, Rewe sagt, wenn Coca-Cola bei uns im Regal steht, dann wollen wir mindestens 10% weniger zahlen als Edeka, und dann ist das eine Aufforderung zur Gewährung von Vorteilen, die nur aufgrund der marktmächtigen Stellung erfolgt. Zweite Fallgruppe, der Behinderungsmissbrauch. Der Behinderungsmissbrauch besteht zunächst mal in der Einschränkung der Erzeugung des Absatzes oder technischen Entwicklung zum Schaden der Verbraucher. Das mag Ihnen bekannt vorkommen aus Artikel 101 Absatz 3, der nämlich genau das Spiegelbildliche für die Freistellung kennt, nämlich eine Verbesserung der Erzeugung des Absatzes oder technischen Entwicklung. Da ist die Idee, dass der Verbraucher hier als Abnehmer im weitesten Sinne geschützt werden soll. Verbraucher meint damit auch nicht nur die privaten Endverbraucher, sondern jeden, der die konkrete Ware oder Dienstleistung nachfragt, also auch gewerbliche oder selbstständige berufliche Abnehmer. Der Abnehmer zum Beispiel für Zahnfüllungen ist der Zahnarzt, der Abnehmer für Zement ist der Bauunternehmer und der Abnehmer für Milch ist die Molkerei. Und das sind alles Verbraucher im Sinne dieser Norm. Es muss also derjenige benachteiligt werden, der das konkrete Produkt nachfragt. Eine Einschränkung von Erzeugung, Absatz oder Entwicklung kann erfolgen durch Ausschließlichkeitsbindungen. Das heißt, dass das Produkt gerade nur bei bestimmten Anbietern vorhanden ist und damit andere gar keinen Zugang erhalten. Das betrifft auch die Fälle, dass gezielt Ihnen der Zugang verweigert wird oder von Ihnen Bedingungen verlangt werden, die Sie nicht erfüllen können. Es betrifft aber auch indirekte Anreizstrukturen, wie zum Beispiel Rabattsysteme, die einen Anreiz setzen, dass Sie nur die Produkte des einen Herstellers verkaufen und nicht die der Konkurrenz. Oder wenn Sie einfach die Produktmenge reduzieren, obwohl Sie mehr produzieren können, um weiterhin einen hohen Preis zu verlangen. Das heißt, wenn Sie also weniger ausliefern, als Sie ausliefern können, um das Produkt künstlich zu verknappen und die Preise hochzuhalten. Auch hier ist eine Rechtfertigung möglich, wenn Sie einen sachlichen Grund finden. Der Sinn dahinter ist der gleiche wie eben. Es soll immer möglich sein, dass man hier einen Ausweg findet, dass man also sagt, gerade am Anfang muss man mehr Flexibilität haben, weil der Markt noch jung ist,
haben die Leute am Anfang größere Gestaltungsmöglichkeiten und das ist möglich. Wie kann das in der Praxis aussehen? Nun zum Beispiel bei Originalersatzteilen für Pkw. Da wissen Sie vielleicht, dass die Autohersteller selber da praktisch marktbeherrschend sind im Ersatzteilmarkt, weil viele Kunden sich ausschließlich Originalteile einbauen lassen und nicht die nachgemachten, aber kompatiblen. Der Grund dafür ist auch, dass Autos normalerweise sehr lange halten und deshalb gerade da sie wollen, dass es im Originalzustand erhalten bleibt. Und sie gehen davon aus, dass Originalteile besser sind oder zumindest gleichwertig zu dem, was vorher drin war, während sie das bei Teilen von Dritten nicht wissen. Jetzt ist es so, irgendwann mal ist es aber so, dass man so viele neue Modelle auf dem Markt hat, dass man nicht für jedes Modell weiterhin Ersatzteile bereithalten will. Und dann wird der Originalhersteller hingehen und seine Lagerbestände räumen. Und in dem konkreten Fall war es so, dass Renault Ersatzteile gelagert hatte für bestimmte Fahrzeuge. Die Fahrzeuge hielten ungefähr 15 Jahre. Und nach 13 Jahren produzierte Renault keine neuen Ersatzteile, sondern verkaufte nur noch aus den vorhandenen Lagerbeständen. Die Nachfrage nach den Ersatzteilen war aber weiterhin hoch. Und da es eben nur begrenzte Lagerkapazitäten gab, führte das dazu, dass die Preise für die Ersatzteile stiegen. Und die Frage, die die EU-Kommission jetzt aufwarf, war, ist Renault verpflichtet, weiterhin Ersatzteile herzustellen, um so die Preise niedrig zu halten? Oder kann Renault sagen, wir können nicht gezwungen werden, was zu produzieren und deshalb können wir hier selber entscheiden. Wenn Sie 120 angucken, muss Renault erstmal ein Unternehmen sein und dazu reicht ein Satz, Renault ist eine wirtschaftliche Einheit, also ein Unternehmen. Sie brauchen dazu nicht eine halbe Seite zu schreiben, in den Klausuren habe ich teilweise dazu über eine Seite gelesen, das ist nicht nötig. Weil das Renault ein Unternehmen ist, wird niemand ernsthaft bestreiten. Unternehmen wichtig und nicht Unternehmer. Es geht also auch nicht um 14 Absatz 1 BGB. Das hat damit nichts zu tun. Dann die marktbeherrschende Stellung. Der Markt ist der Markt für Ersatzteile und laut Sachverhalt haben sie 75%. Und bei 75% müssten besondere Umstände vorliegen, um das Gegenteil zu belegen. Die sind hier nicht ersichtlich, sodass man hier eine Marktbeherrschung bejahen kann. Auch dazu brauchen Sie in einer Klausur, wenn der Sachverhalt so wie hier aussieht, nicht viel zu schreiben, weil dazu haben Sie ja gar keine Angaben, wo Sie mehr sagen können. Und dann geht es um den Missbrauch. Und der Missbrauch könnte hier unter 102 Satz 2 Buchstabe B fallen. Und im konkreten Fall sind die Verbraucher nicht nur die Leute, die Autoeigentümer sind, sondern auch die Werkstätten, die die Dinger bestellen und dann in die Autos ihrer Kunden einbauen. Das heißt, es sind hier sowohl Endverbraucher als auch Unternehmer betroffen. Und dann brauchen Sie für 102 noch eine Einschränkung der Erzeugung. Hier haben wir sogar eine Einstellung der Erzeugung. Es werden keine neuen mehr hergestellt. Das heißt, das liegt auch vor. Und zum Schaden der Verbraucher ist es auch, weil der Preis dadurch eben steigt. Die einzige Frage ist, ob eine sachliche Rechtfertigung vorliegt. Und die sachliche Rechtfertigung könnte sein, dass man sagt, wir wollen unsere Produktion umstellen und das ist unsere freie Entscheidung. Aber dieses Argument alleine reicht nicht, denn als marktbeherrschendes Unternehmen haben Sie keine freie Entscheidung mehr, sondern Sie sind hier gerade verpflichtet, die Leute weiter zu bedienen, die sich darauf verlassen. Und deshalb ist hier ein Missbrauch durch die Einstellung der Produktion zu bejahen.
Der andere Fall, den Sie auch schon mal gehört haben mögen, ist der Fall von Microsoft. Microsoft hat oder hatte zumindest früher eine marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für Betriebssysteme. Und zwar, weil auf den meisten Computern, die Leute zu Hause haben, Microsoft Windows läuft. Microsoft Windows kann sich mit anderen Computern vernetzen über ein sogenanntes SMB-Protokoll. SMB bedeutet, dass man damit Dateien austauschen kann. Sie können also Drucker freigeben oder Ordner Ihrer Festplatte freigeben, dass sie von anderen Computern in Ihrem Hausnetzwerk genutzt werden können. Oder Sie können auf Server zugreifen, die eben ein zentrales Laufwerk für Sie freigeben. Das geht zum Beispiel auch in der Uni. Und damit das Ganze funktioniert, müssen beide Geräte dieses SMB-Protokoll beherrschen. Und es gibt nun andere Betriebssysteme als das von Microsoft, nämlich zum Beispiel macOS oder Linux. Und macOS und Linux konnten zum damaligen Zeit nicht zugreifen auf die Microsoft-Protokolle, weil Microsoft sagte, das ist ein Geschäftsgeheimnis und wir verraten euch nicht, wie man an diese Daten kommt. Und damit das Ganze dann funktionierte, musste man eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben und ein Wettbewerbsverbot und damit durfte man dann keine zu Microsoft konkurrierenden Geräte bzw. Betriebssysteme anbieten. Das heißt, Druckerhersteller wie HP konnten das für ihren Drucker einbauen, denn sie boten kein Betriebssystem ein, während Betriebssystemhersteller wie Apple oder wie Red Hat oder IBM konnten das nicht einbauen. Und deshalb hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen Microsoft eröffnet und gesagt, ihr missbraucht eure marktbeherrschende Stellung, weil ihr verhindert, dass die Konkurrenz sich mit euren Betriebssystemen vernetzt. Und der konkrete Vorwurf war 102 Satz 2 Buchstabe B. Ihr verhindert hier den technischen Fortschritt. Und in der Tat, wenn Sie das durchprüfen, dann ist Microsoft ein Unternehmen. Sie haben eine marktbeherrschende Stellung und die Verbraucher sind hier alle Nutzer des Betriebssystems, egal ob gewerblich oder privat, sowie die Nutzer anderer Geräte, die sich mit ihrem Betriebssystem vernetzen wollen, also von Druckern, Festplattenspeichern und Ähnlichem. Und der technische Fortschritt wird zulasten dieser Leute eingeschränkt, denn wenn die Produkte nicht kompatibel sind, dann sind sie für den Nutzer weniger attraktiv und somit gibt es auch keinen Anreiz, Konkurrenzprodukte zu entwickeln. Es wird also der technische Fortschritt verhindert. Netzwerkeffekte schließen aus, dass die Nutzer auf Geräte ausweichen, die inkompatibel sind. Die sachliche Rechtfertigung ist, naja, wir haben ja hier Geld in die Entwicklung unserer Software investiert. Es kostete Geld, Windows zu programmieren und die Netzwerkprotokolle. Diese Rechtfertigung lässt die EU-Kommission aber nicht gelten. Sie sagt, dafür reichen mildere Mittel, nämlich dass ich Urheberrechte und möglicherweise Patente habe. Eine Geheimhaltung von Schnittstellen ist dazu nicht erforderlich. Schnittstellen sind relevant. Sie sehen also, das ist eine sehr breite Klausel und hat große praktische Anwendung. Große Schwierigkeiten bereiten sogenannte Rabattsysteme. Ich habe Ihnen schon gesagt, Rabattsysteme führen dazu, dass derjenige, der da Rabatte beziehen kann, im Zweifel Produkte desjenigen, der ihm Rabatte gewährt, vorziehen werden. Und die Kommission nimmt dazu eine Gesamtabwägung vor. Sie guckt zunächst mal auf die Gestaltung des konkreten Rabattsystems, unter welchen Voraussetzungen Rabatte gewährt werden, für welche Dauer und in welcher Höhe. Dann im zweiten Schritt guckt sie an, warum die Rabatte gewährt werden, das heißt auf den Sinn der Rabattgewährung. Und wenn der Rabatt ausschließlich dazu dient, zu verhindern, dass Konkurrenten auf dem Markt tätig werden, dann ist der Rabatt per se verboten.
Und sie ermöglicht als Kompensation für die Wettbewerbsbeschränkungen auch anderweitige Effizienzvorteile. Wenn also dadurch die Kosten gesenkt werden oder Skaleneffekte auftreten, ist das grundsätzlich möglich. Und das führt zu einem dreischrittigen System. Generell zulässig, ganz unten, sind Mengenrabatte, die ausschließlich an die Menge des Erwerbs angeknüpft sind. Wenn es also heißt, bis 100 Stück 1 Euro pro Stück, bis 1000 Stück 99 Cent pro Stück, bis 100.000 Stück 95 Cent pro Stück, dann ist das eine zulässige Rabattierung. Demgegenüber immer verboten oder zumindest grundsätzlich verboten, wenn nicht ganz außergewöhnliche Umstände vorliegen, sind Exklusivitätsrabatte, die gewährt werden, wenn ich nicht mehr als eine bestimmte Menge von Konkurrenzprodukten verkaufe. Wenn also die Vorgabe ist, Sie müssen mindestens 80% der Produkte nur von uns beziehen, dann ist das im Zweifel unwirksam. Außer es liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass das de facto keine Auswirkungen hat, weil das ohnehin die einzigen Produkte, die nachgefragt sind, sodass die Rabattierung keinerlei verhaltenssteuernde Wirkung hat. Zwischen diesen beiden Extremen, dem bloßen Mengenrabatt und dem Exklusivitätsrabatt, liegen alle anderen Rabatte. Und die Kommission geht dann hin und prüft, was wäre mit einem hypothetischen Wettbewerber, der unter gleichen Bedingungen produzieren kann, würde der daran gehindert, an dem konkreten Markt teilzunehmen durch die Rabattierung, würde der also durch die Rabatte an seinem Marktzugang behindert. Wenn ja, ist die Klausel unwirksam. Wenn nein, ist die Klausel eher wirksam. Zudem wird geguckt, wie nah bewegt er sich inklusive der Rabatte an seinen eigenen Kosten. Wenn also geguckt wird, dass er eher kostendeckend arbeitet, dann ist die Rabattierung im Zweifel zulässig. Wenn das dagegen schon fast negativ wird, ist das im Zweifel unwirksam, weil ich dann ein Dumping betreibe, um Konkurrenz zu verdrängen. Der EuGH hat als juristische Institution wenig zu tun mit diesen ökonomischen Ansätzen, sondern er geht stattdessen hin und prüft allein eine potenzielle Zutrittsverhinderung. Er hat also hier ein offeneres Kriterium und untersucht, inwieweit der Zutritt zum Markt behindert wird. Die Kommission geht dagegen dreischrittig vor. Sie guckt erstmal, ob es überhaupt einen Teil des Marktes gibt, den ein Dritter sich erwerben könnte, den Contestable Share. Das heißt, welcher Teil der Nachanfrage umgelenkt werden könnte, welche Abnehmer überhaupt wechselwillig wären. Das ist gerade bei Markenprodukten gegebenenfalls schwierig. Sie kennen das bei iPhones und Ähnliches. Ein iPhone-Kunde wird nicht auf Huawei oder Xiaomi ausweichen. Insoweit ist das also nicht ganz so einfach. Wenn Sie dann herausgefunden haben, welche Kunden mögliche Wechselwähler wären, wird im nächsten Fall geprüft, wenn es so wäre, dass echter Wettbewerb besteht, welcher Preis würde verlangt werden, und zwar unabhängig von Rabattierungen. Das heißt, wenn wir die Rabatte direkt abziehen und so tun, als seien die Teil des Normalpreises, was wäre dann der Preis, der auf diesem Markt für das konkrete Produkt verlangt wird? Und dann wird im dritten Schritt geguckt, wie verhält sich dieser Preis zu den Kosten eines fiktiven zusätzlichen Wettbewerbers. Geht es zu dessen Gunsten oder zu dessen Nachteil? Könnte also ein fiktiver Wettbewerber mit diesen Preisen mithalten und würde damit noch einen Gewinn machen? Wenn ja, ist die Rabattierung zulässig. Wenn nein, ist die Rabattierung rein missbräuchlich und unzulässig. Das Ganze war zum Beispiel relevant bei Computerprozessoren.
Sie wissen, bei den normalen Computern gab es bis vor kurzem nur zwei wesentliche Anbieter, nämlich AMD und Intel. Sie wissen, es gibt heute auch ARM-Computer, das heißt solche mit einem Apple M1-Prozessor oder mit einem Broadcom-Prozessor. Aber die meisten Geräte, die bei Ihnen auf dem Schreibtisch stehen oder die Sie als Notebook nutzen, haben noch Intel- oder AMD-Prozessoren. Und der Marktanteil von Intel ist dabei überragend bei 80% und mehr. Das ist zurzeit dabei etwas zu kippen, weil die ganzen Gamer und Enthusiasten AMD-Prozessoren kaufen, weil die zurzeit schneller sind. Aber traditionell ist Intel Inside eine sozusagen gute Wahl gewesen. Damit die Leute keine AMD-Computer kaufen, hat Intel aber eine hinterhältige Taktik gefahren. Sie haben nämlich an die großen Computerhersteller, und das waren damals Dell, HP, NEC und Lenovo, Rabatte gewährt, die sie aber nur kriegen, wenn sie über 90% ihres Bedarfs bei Intel decken. Außerdem wurde Media Saturn, Sie wissen, das ist die Gesellschaft, der Mediamarkt und Saturn gehört, dafür bezahlt, dass über Media Saturn keine AMD-Computer, sondern nur Intel-Computer verkauft werden. Und schließlich wurden die Hersteller dafür bezahlt, dass sie möglichst keine Computer mit AMD-Chips anbieten. Das ist alles rausgekommen, weil Intel verpetzt worden ist. Und dann hat die EU-Kommission ein Verfahren eingeleitet. Und Sie können es sich kaum vorstellen, das Ganze ist nicht unproblematisch. Und der EuGH hat die Sache interessanterweise zurückverwiesen, weil er gesagt hat, hier könnte ausnahmsweise der Mengenrabatt zulässig sein. Es sei eine Abwägung erforderlich und es sei daher zu prüfen, ob das Ganze zumindest in Bezug auf diese Rabatte, die an HP, NEC und Lenovo gezahlt worden ist, möglicherweise eben durch die schlichten Skaleneffekte gerechtfertigt ist. Denn wenn die großen Hersteller mehr Intel verkaufen, kann Intel größere Fabriken bauen und dadurch billiger produzieren. Und das könnte eine sachliche Rechtfertigung sein. Kurzer Blick ins deutsche Recht. Im deutschen Recht ist die Behinderung in 19.2 Nummer 1 geregelt und sie setzt voraus entweder die unbillige Behinderung oder die unsachliche Ungleichbehandlung. Und das setzt voraus, dass es irgendwelche Dritte gibt, die in ihrer wettbewerblichen Tätigkeit beschränkt werden. Allerdings beschränkt natürlich jede Marktteilnahme das Verhalten der anderen, weil ich eben Konkurrenz ausgesetzt bin. Das heißt, es ist zusätzlich erforderlich, dass das Ganze erheblich ist. Es darf also nicht nur um Details gehen. Auch hierzu gibt es klassischerweise Rabattfälle. Zum Beispiel kennen Sie vielleicht Gewürze und es gibt die Firma Fuchs und die Firma Fuchs hat für Gewürze in Verpackungen einen Marktanteil von 75%. Ein Konkurrenzunternehmen gibt es auch, es gibt sogar mehrere, aber das Unternehmen Hardcorn hat einen Anteil von ungefähr 12,5%. Und Fuchs schloss jetzt mit Rewe, Real und so weiter Exklusivverträge, die sagten, dass dort ausschließlich Fuchsgewürze vertrieben werden dürfen. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass dadurch natürlich Hardcore keine Chance hatte, auf die Regalbretter zu kommen und deshalb letztendlich Fuchs damit verhinderte, dass man die Konkurrenz überhaupt kaufen konnte. Damit die Händler diese Verträge schlossen, hat Fuchs allerdings nicht seine marktbeherrschende Stellung ausgemacht und gesagt, wenn ihr uns nicht nehmt, habt ihr Pech gehabt. Sondern sie haben schlicht mit dem Zuckerbrot gewinkt und gesagt, wenn ihr nur uns verkauft, kriegt ihr einen Werbekostenzuschuss. Und das Bundeskartellamt hat das mitbekommen und hat prüfen müssen, ob hier ein Verstoß gegen 19.2 Nummer 1 vorliegt.
Und sie haben den Verstoß bejaht, denn Hardcore wird damit praktisch komplett vom Markt verdrängt. Das ist auch der Markt, den die Firma Fuchs beherrscht. Und das ist erheblich, weil die großen Lebensmittelhändler Rewe, Real der Hauptvertriebsweg für Gewürze sind. Die meisten Leute kaufen Gewürze im Supermarkt und nicht im Internet. Und wenn dieser Weg versperrt wird, dann ist das Ganze eben fatal. Wenn wir schon bei 19.2 sind, dann sehen Sie da auch die Diskriminierung. Und die Diskriminierung taucht auch auf in 102 Buchstabe C. 102 Buchstabe C setzt zunächst voraus, dass überhaupt eine Geschäftsbeziehung besteht. Das heißt, dass es irgendwie einen Vertrag gibt, mit dem Sie das Ganze vergleichen können. Und ähnlich wie bei Artikel 3 Grundgesetz ist sowohl erfasst die Ungleichbehandlung von Sachverhalten, die im Wesentlichen gleich sind, oder die Gleichbehandlung von Sachverhalten, die eigentlich ungleich sind. Das Ganze muss allerdings auch Nachteile für den Wettbewerb zur Folge haben, denn wenn es keine Wettbewerbskonsequenzen hat, ist es ein Fall von AGG oder ein Fall von Artikel 3 Grundgesetz, aber kein Fall des GWB bzw. des 102. Und auch hier ist eine sachliche Rechtfertigung möglich, etwa weil es doch einen Unterschied gibt, das heißt, weil der Detailunterschied hier rechtfertigt die Ungleichbehandlung, etwa die Größe des Abnehmers oder die Entfernung, etwa wenn man einen höheren Lieferaufwand hat. Solche Fälle kommen überraschend oft vor, zum Beispiel in der berühmten United Brands Entscheidung. Sie erinnern sich, die ist Ihnen schon mal begegnet im Zusammenhang mit Marktabgrenzung. Das ist die legendäre Entscheidung, wo der EuGH gesagt hat, der Bedarfsmarkt für Bananen ist nicht identisch mit dem Bedarfsmarkt für Äpfel, Birnen und Trauben, denn nur Bananen sind so matschig, dass sie Kinder und Senioren essen können. United Brands war das Unternehmen, was Bananen aus Südamerika nach oder in die EU transportierte. Und in Deutschland und den Niederlanden waren sie sogar marktbeherrschend. Und United Brands verlangte jetzt von Groß- und Einzelhändlern in verschiedenen Staaten verschiedene Preise. Das heißt, sie verlangten von Niederländern mehr Geld als von Deutschen. Und das hat die EU-Kommission auf den Plan gerufen, die gesagt hat, es kann vom Ergebnis her nicht sein, dass, wenn ihr in die EU importiert aus Südamerika, ihr verschiedene Preise in verschiedenen Mitgliedstaaten verlangt, denn die Kosten sind für euch ja die gleichen und es würde den Binnenmarkt gefährden, wenn die Niederländer für ihre Bananen mehr zahlen als die Deutschen. Daher ist es eine unzulässige Diskriminierung von einem Niederländer, andere Preise als von einem Deutschen zu verlangen. Eine Regelung zur Diskriminierung finden Sie auch in 19.2 Nummer 3. Der verlangt, dass Sie ungünstiger Entgelte verlangen, als Sie selbst auf vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern fordern, es sei denn, dass der Unterschied sachlich gerechtfertigt ist. Und dazu wird geguckt, auf welchen vergleichbaren Märkten Sie tätig sind und dann wird geprüft, ob es einen Grund gibt, dass Sie verschiedene Preise verlangen. Dazu passt zum Beispiel unser Flugstreckenfall. Die Lufthansa war das einzige Unternehmen auf der Strecke Berlin-Frankfurt. Dagegen auf der Strecke Frankfurt-München gab es einen Konkurrenten und pro Kilometer haben Sie auf der Strecke Frankfurt-München deutlich weniger verlangt als für Strecke Frankfurt-Berlin. Und das Bundeskartellamt hat hier gesagt, das ist ein Missbrauchsfall, denn die Lufthansa war hier darlegungspflichtig bezüglich einer sachlichen Rechtfertigung. Sie haben keine vorgetragen und damit sei das Ganze eben missbräuchlich. Man könne nicht für die gleiche Tätigkeit, nämlich Fliegen, verschiedene Preise verlangen.
dass es hier irgendwie höhere Flughafengebühren gegeben hätte oder dass man in München irgendwie höhere Risikoaufschläge machen müsste, weil man höhere Wartezeiten hätte, war alles nicht ersichtlich und deshalb gab es hier keinen Anlass für die verschiedenen Preise. Man kann auch die Ungleichbehandlung aus Nummer 1 prüfen. Die Nummer 3 ist allerdings deutlich komfortabler, die Nummer 3 ist deutlich komfortabler zu prüfen, weil sie da eben zwei Märkte vergleichen, während bei Nummer 1 es um denselben Markt geht, aber um verschiedene Abnehmer. Es wäre also zum Beispiel Nummer 1 betroffen, wenn sie von Großkunden einen anderen Betrag nehmen als von Kleinkunden. Nummer 3 ist betroffen, wenn sie auf Strecke A was anschlagen auf Strecke B, also wenn sie zum Beispiel für Smartphones andere Preise verlangen als für Tablets, soweit der Markt vergleichbar ist. Aber es sind beides Diskriminierungsverbote, die aber verschiedene Szenarien betreffen. Gut, 19.2 Nummer 3 betrifft auch theoretisch Fälle, die der Essential Facilities Doktrin nahestehen. Und dazu gehört zum Beispiel der berühmte Standard-Spundfass-Fall. Da ging es darum, dass es Fässer gibt, in denen man Chemikalien transportieren kann. Und diese Fässer haben bestimmte Standardmaße und bestimmte Standardausstattung. Und K stellt solche Fässer her und ist auch Inhaber eines Patents für bestimmte Eigenschaften dieser Fässer. Der B stellt ebenfalls solche Fässer her und eines dieser Fässer verletzt das Patent und deshalb hat B eine einstweilige Verfügung gegen K erwirkt. Nee, hat K eine einstweilige Verfügung gegen B erwirkt und B hat diese als endgültig anerkannt durch ein sogenanntes Abschlussschreiben. Das haben Sie ja im UWG gelernt, dass Sie einstweilige Verfügungen akzeptieren können und dann werden die wie eine endgültige Entscheidung behandelt. Gleichzeitig hat unser B versucht, das Patent für nicht zu erklären. Das ist aber erfolglos geblieben. Das Patent war wirksam. Jetzt verlangt K von B den Nachweis, wie viel Geld B mit den Fässern gemacht hat. Und außerdem die gerichtliche Feststellung, dass B alle Schäden aus der Patentverletzung ersetzen muss. Und jetzt kommt der B und sagt, Moment mal, ich glaube, das ist hier ein Missverständnis. Du hast zwar ein Patent, aber du musst uns einen kostenlosen Zugang gewähren, denn das Patent sei erforderlich, um die VCI-Rahmenbedingungen für das L-Ring-Fass zu erfüllen. Und daher handele es sich um einen Industriestandard. Und in der Tat konnte unser B nachweisen, dass ursprünglich, als das Patent neu war, Konkurrenten eine kostenlose Lizenz bekommen haben. Allerdings nicht B, sondern nur andere. Und es sei nicht gerecht, dass Konkurrenten von B eine Lizenz bekämen, aber nicht B. Wenn man irgendeinem eine kostenlose Lizenz gäbe, müsste man allen eine kostenlose Lizenz geben. Und in der Tat, der BGH hat im Grundsatz gesagt, wenn ich von einem Abnehmer günstige Lizenzbedingungen fordere, kann ich im Grundsatz nicht von anderen was anderes verlangen, außer ich habe eine sachliche Rechtfertigung. Die sachliche Rechtfertigung könnte auf den ersten Blick die Vertragsfreiheit sein, nach dem Motto, ich kann auch wohl selber entscheiden, welche Preise ich verlange. Aber genau diese Vertragsfreiheit habe ich dann nicht mehr, wenn ich eine marktbeherrschende Stellung habe. Und die habe ich insbesondere immer dann, wenn ich ein Patent habe. Denn das Patent erlaubt mir ja, das Ganze andere von der Nutzung auszuschließen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem des Falles. Nämlich zu der Frage, was kann ich jetzt hier tun? Wann kann ich mich rechtfertigen? Und unproblematisch ist es dann, wenn Sie Konzernangehörigen Unternehmen günstige Konditionen geben
oder Unternehmen, die ihrerseits Ihnen günstigere Konditionen wählen, zum Beispiel einen Patentpool, dass Sie wechselseitig Patente austauschen. Demgegenüber war in dem Fall kein Grund erkennbar, warum andere Anbieter eine kostenlose Lizenz haben. Es konnte kein sachlicher Grund für Unterscheidung benannt werden. Und daraufhin wurde gesagt, es reicht nicht zu sagen, naja, die waren damals bei der Standardisierung beteiligt. Es muss eine Beziehung der konkreten Unternehmen zueinander vorliegen und die ist nicht ersichtlich. Und daher habe ich Anspruch auf eine kostenlose Lizenz, wenn die anderen auch eine kostenlose Lizenz bekommen. Anders ausgedrückt, Sie dürfen kostenlose Lizenzen nur dann gewähren, wenn Sie entweder allen eine kostenlose Lizenz gewähren oder wenn diejenigen, die eine kostenlose Lizenz haben, etwas Besonderes haben, was bei allen anderen fehlt, etwa eine unternehmerische Verbindung oder eine sonstige vertragliche Beziehung, die Ihnen mittelbar eine andere Gegenleistung gewährt. Einfach so meinen besten Freunden etwas zu geben, geht nicht, wenn Sie eine marktbeherrschende Stellung haben. Eng verwandt mit der Sache ist das Koppelungsverbot. Koppelungsverbot ist ausdrücklich geregelt im AIUV in Buchstabe D von 102 Satz 2 und die setzt voraus, dass man den Abschluss eines Vertrages an die Bedingung knüpft, dass weitere Leistungen abgenommen werden. Der Lehrbuchfall ist die Deutsche Bahn, die sagt, Sie kriegen einen Kaffee kostenlos, allerdings nur, wenn Sie ein Stück Kuchen dazu kaufen, was 10 Euro kostet. Dann mag es sein, dass Sie gerne einen Kaffee hätten, aber Sie kriegen ihn nur, wenn Sie den Kuchen dazu nehmen. Das heißt, Sie kriegen gegen Ihren Willen den Kuchen, auch wenn Sie nur Kaffee wollen. Voraussetzung ist, dass Sie ein Unternehmen haben, was auf dem Angebotsmarkt tätig ist. Wenn es ein marktstarker Nachfrager ist, kann es nur ein Fall von Nummer 5 sein, kein Fall von 19.2 Nummer 5, beziehungsweise von der Generalklausel 102 Satz 1. Dann brauchen wir einen Vertragsschluss. Es muss also tatsächlich eine Vereinbarung geschlossen werden über den Gegenstand. Wenn die Vereinbarung schon verweigert wird, ist man entweder bei der Behinderung oder bei der Diskriminierung. Es muss um eine andere Leistung gehen, die nicht Teil des Produktes ist, die unabhängig von dem Produkt steht, die man also auch separat erwerben würde. Und es darf keinen sachlichen Grund geben, dass die Produkte zusammen vertrieben werden. Ein sachlicher Grund ist jeder vernünftige, technische oder wirtschaftliche Grund. Und es darf auch keinen Handelsbrauch geben, der genau diese Verknüpfung üblich macht. Der Referenzfall dazu stammt in der Tat vom letzten Jahrhundert und betrifft den Microsoft Internet Explorer. Microsoft hat einen Marktanteil von 90% bei Betriebssystemen gehabt, soweit es Desktop-Computer betraf. Desktop-Computer sind nicht Tablets und nicht Smartphones. Und wenn Sie das Betriebssystem Windows kaufen, wurde damit zwangsläufig auch der Internet Explorer ausgeliefert. Der Internet Explorer ist ein Programm, um Internetseiten anzuzeigen. Und es gab Konkurrenzprogramme, nämlich Opera und Netscape. Für Opera und Netscape mussten Sie ursprünglich Geld bezahlen. Das heißt, Sie kauften Windows und kauften dann dazu noch ein Programm, um ins Internet zu kommen. Und dann kam der Internet Explorer, der mitgeliefert wurde. Und Sie können sich praktisch vorstellen, welche Auswirkungen das hatte. Es kaufte nämlich niemand mehr Netscape. Und Netscape ist letztendlich dann zu Firefox geworden, der Open Source und kostenlos ist. Eine Version von Windows ohne Internet Explorer gab es nicht. Wer Windows kaufte, kriegte, ob er wollte oder nicht, den Internet Explorer dazu. Und die Mehrzahl der Leute hat dann auch den Internet Explorer benutzt. Das führte dazu, dass der Anteil von Internet Explorer, der im Jahr 1996 bei 2% lag, während Netscape bei 94% lag, im Jahr 2002 bei 82,7% war. Das heißt, fast das gesamte Internet nutzte Internet Explorer. Ausgenommen waren diejenigen, die macOS nutzten
oder Linux. Aber wie Sie daran sehen, waren das nicht allzu viele. Das Ganze hatte viele technische Probleme, denn man hat das Internet auf das quasi eingefroren, was Microsoft für richtig hielt. Es hatte aber auch das rechtliche Problem, dass jetzt Unternehmen auf einmal kein Geld mehr machen konnten und Netscape namentlich pleite gegangen ist und damit eigentlich ein großer Konkurrent weggefallen ist. Und deshalb hat die EU-Kommission geprüft, ob die Verknüpfung von Internet Explorer und Windows einen Verstoß gegen das Koppelungsverbot darstellt. Und unproblematisch war erstmal Microsoft ein Unternehmen und Microsoft hatte auf dem Markt für Betriebssysteme eine marktbeherrschende Stellung, denn es hatte einen Anteil von 80% und es gab auch keine Hinweise dafür, dass da irgendwie ein Zweifel daran bestehen könnte, dass da Microsoft die Marktbeherrschung verlieren konnte. Wichtig, es ging um den Markt für Betriebssysteme, nicht um den Markt für Internetbrowser, denn als Microsoft die Internetbrowser mit Windows verknüpft hat, waren sie noch nicht marktbeherrschend auf dem Markt für Betriebssysteme, für Internetbrowser, sondern nur für Betriebssysteme. Und dann müsste ein Missbrauch nach Artikel 102 Satz 2 Buchstabe D vorgelegen haben. Microsoft hat hier das Betriebssystem Windows angeboten und beim Kauf von Windows lag auch ein Vertragsschluss vor. Der wurde nicht verweigert oder diskriminierend vorgenommen. Der Internet Explorer war eine Zusatzleistung. Das konnte man daran sehen, dass es früher mal Windows ohne Internet Explorer gibt und künftig auch wieder Windows ohne Internet Explorer geben wird. Und dass es andere Anbieter gab, die Internetbrowser separat verkauften. Und dann kommen wir zu dem Problem dieses Falles, nämlich es dürfte kein sachlicher Grund für die Verknüpfung vorliegen. Wenn Sie sich heutige Betriebssysteme angucken, egal von welchem Hersteller, gibt es kein Betriebssystem, was keinen Browser mitliefert. Wenn Sie sich macOS oder iOS angucken, kriegen Sie Safari mitgeliefert. Wenn Sie sich Microsoft Windows angucken, kriegen Sie Edge mitgeliefert. Wenn Sie sich Linux angucken, kriegen Sie je nach Distribution Chromium oder Chrome oder Firefox mitgeliefert. Das heißt, auch da gehört ein Browser zum Standardlieferumfang. Und insofern hat Microsoft gesagt, ein Betriebssystem sei unvollständig, wenn ein Browser fehlt und damit sei das keine Verknüpfung unabhängiger Produkte, sondern sei eine schlichte Weiterentwicklung des Gesamtprodukts. Außerdem hat Microsoft gesagt, würde Windows gar nicht ohne Internet Explorer funktionieren, denn der Internet Explorer wurde benutzt, um Hilfetexte anzuzeigen innerhalb von Windows und um in bestimmten Fenstern, zum Beispiel der Systemsteuerung, dekorative Elemente anzuzeigen, also Links, wo man dann auf andere Teile der Systemsteuerung springen konnte. Diese Argumente hat die EU-Kommission nicht gelten lassen und sie hat schlicht darauf verwiesen, dass all das auch mit Zusatzprodukten möglich sei. Man müsse ja nur eine Downloadmöglichkeit für verschiedene Browser anbieten und dann könne der Nutzer die Browser auswählen. Es gäbe keinen praktischen Grund, dass man einen Browser direkt integrieren müsse. Und vor allen Dingen gäbe es keinen Grund, dass man Windows nicht auch ohne Browser ausliefert. Denn ein PC-Hersteller, sagen wir Lenovo, könnte ja zum Beispiel auch statt Internet Explorer dann Google Chrome mitliefern, wenn Google ihm genug Geld dafür zahlt, dass sie Chrome machen. Denn die Hersteller von PCs liefern viele Programme mit, weil die jeweiligen Hersteller ihnen Geld dafür bezahlen. Und genau dieser Markt wird kaputt gemacht, wenn ich eh schon Internet Explorer mitliefere. Ergebnis also, hier verbotene Bündelung und die EU-Kommission hat das Ganze deshalb untersagt. Rein praktisch gab es dann die ganze Zeit als Abhilfemaßnahme diesen Browser-Auswahlbildschirm, wo am Anfang gesagt worden ist, wussten Sie schon, welche Browser es alle gibt? Sie können auch den Internet Explorer folgende nutzen und das gibt es heute nicht mehr, weil inzwischen Microsoft keine marktbeherrschende Stellung mehr hat.
Der Grund dafür ist aber weniger der Einsatz der EU-Kommission, sondern schlicht, dass Google Chrome dem Microsoft Explorer überlegen war. Er war schneller und er war einfacher zu bedienen und insofern hat halt das bessere Produkt gewonnen. Es zeigt aber auch, dass die Bündelung hier vielleicht nicht ganz so schlimm war, denn als es ein besseres Produkt gab, sind die Leute vom eingebauten Produkt dann doch auf das externe Produkt gewechselt und das scheint weltweit geklappt zu haben, auch wenn andere Staaten nicht diese tolle Maßnahme der EU-Kommission mit dem Browser-Auswahlbildschirm hatten. Anlässlich der gestrigen Fußballergebnisse auch noch ein kurzer Fußballfall. Der erste FC Köln war als einzige deutsche Mannschaft im UEFA Cup. Sie fragen sich, wann mag das gewesen sein? Das war Anfang der 80er Jahre, also vor ihrer und vor meiner Zeit. Und der erste FC Köln spielte im Viertelfinale gegen Inter Mailand. Und er hatte vorher noch ein Spiel in der deutschen Fußball-Bundesliga, erste Liga. Und der Gegner war Braunschweig und Braunschweig war Tabellenletzter. Meine Güte, das waren noch Zeiten, als Köln im UEFA Cup spielte und Braunschweig Tabellenletzter. Und zu Spielen gegen Braunschweig kamen zwischen 9.000 und 15.000 Zuschauer. In Köln hat die Arena aber 40.000 Plätze. Und daher war die Frage, was kann man tun? Und man hatte die tolle Idee, jeder Mensch, der zum UEFA-Cup-Spiel gegen Inter Mailand will, muss auch ein Spiel, eine Karte gegen Braunschweig kaufen. Das heißt, man hat gesagt, wenn Sie eine Karte gegen Braunschweig kaufen, haben Sie einen Anspruch auf ein Ticket für das Spiel gegen Inter Mailand. Für die Fußballfans, Inter Mailand ist eine bekannte Mannschaft, Braunschweig ist eine weniger bekannte Mannschaft. Und in der Tat war jetzt die Frage, ob das Wirtschaftsministerium des Landes NRW, die Landeskartellbehörde, hiergegen vorgehen kann mit der Begründung, das sei hier ein Behinderungsmissbrauch. Der erste FC Köln müsste dazu ein Unternehmen sein. Man könnte erstmal sagen, wieso, die machen doch Fußball, das ist doch nichts Wirtschaftliches. Aber es reicht, dass sie sich wirtschaftlich betätigen. Und sie vertreiben hier Tickets gegen Geld und sind damit eine wirtschaftliche Einheit im Sinne des Kartellrechts. Und dann müssten sie auch marktbeherrschend sein. Und die Frage ist, was ist hier der Markt? Der Markt ist hier nicht etwa die Möglichkeit, das Fußballspiel zu gucken. Denn das können Sie natürlich auch im Fernsehen gucken oder im Radio hören oder sonst wie per Live-Ticker mitverfolgen. Sondern der Markt ist die Live-Teilnahme an einem Spiel, die Aufnahme der Stadionatmosphäre, quasi mit 40.000 da zu stehen und sich mit Corona zu infizieren. Das sei das Highlight. Und das ist der Markt. Und auf diesem Markt haben sie ein Monopol, denn Karten für die Arena vergibt ausschließlich der FC Köln. Und das heißt, nur der FC Köln kann sie hier zum Spiel gegen Inter Mailand live ins Stadion lassen. Das kriegen wir relativ entspannt hin. Jetzt brauchen wir aber noch einen Missbrauch. Und die spannende Frage ist, wird hier irgendwie die marktbeherrschende Stellung missbraucht? Und die Problematik ist hier, dass sie ihre Marktmacht auf dem Spiel für Inter Mailand ausnutzen, um ein Produkt an die Kunden zu bringen, das die Kunden gar nicht haben wollen. Und im konkreten Fall ist es so, dass man hier sich fragen muss, gibt es einen Anlass dafür, den Leuten ein Produkt aufzuzwingen, das sie nicht haben wollen. Und interessanterweise sagt der BGH, ja, den gibt es, denn diese Strategie soll die treuen Fans belohnen. Wer also zu allen Spielen von Köln geht, soll auch die Chance haben, das Inter-Mailand-Spiel zu kriegen. Das belohnt Fantreue
und stellt sicher, dass die Leute, die immer zu den Köln-Spielen gehen, auch zu dem Spiel gegen Inter Mailand kommen können und setzt einen Anreiz, ein treuer Fan zu sein. Und Fantreue sei eine sachliche Rechtfertigung. Und einzig erforderlich sei, dass man zumindest noch eine Chance hätte, die Karten auch ohne die Braunschweig-Karte zu kriegen. Das sei aber zumindest theoretisch gegeben. Und damit kommen wir jetzt zum praktisch modernsten und wichtigsten Fall des Missbrauchs, nämlich zu den Essential Facilities. Und das Problem ist, der 102 hat dazu keine eigene Regelung. Daher müssen Sie auf die Generalklausel zurückgreifen, können aber gegebenenfalls auch Buchstabe B heranziehen, denn regelmäßig führt die Verweigerung dazu, dass der technische Fortschritt bzw. die Erzeugung verhindert bzw. behindert wird. Das deutsche Recht hat spätestens seit der 10. GWB-Novelle eine sehr geschwätzige Regelung zu diesem Thema. Diese sehr geschwätzige Regelung finden Sie in 19.2 Nummer 4 GWB Neue Fassung. Diese Regelung hat den großen Vorteil, dass sie Ihnen etwas erspart, was alle Generationen vor Ihnen wissen mussten. Denn früher mussten Sie diese Voraussetzungen auswendig lernen. Heute stehen die im Gesetz. Die decken nämlich im Wesentlichen das ab, was der EuGH in der sogenannten IMS Health-Entscheidung gefordert hat. Ganz konkret haben Sie in Paragraph 19, 2, Nummer 4, fünf Voraussetzungen. Zunächst mal muss derjenige, der Nachfrager ist, auf einem vor- oder nachgelagerten Markt tätig sein. Das heißt, es geht nicht um die Nachfrage direkter Konkurrenten, sondern es muss jemand sein, der auf einem anderen Markt tätig ist. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Konkurrenz zu unterstützen. Das heißt, Coca-Cola ist nicht verpflichtet, das Rezept an Pepsi-Cola weiterzugeben, damit Pepsi-Cola exakt gleichen Geschmack liefern kann. Zweitens, es muss der Zugang komplett verweigert werden, trotz eines angemessenen Zahlungsangebots. Wenn Sie eine unangemessene Forderung stellen, ist das genauso gut wie eine Verweigerung. Wenn Sie also sagen, du darfst unseren Flughafen oder Hafen benutzen, es kostet aber 100 Millionen, dann ist das genauso gut wie zu sagen, nein. Der Zugang muss erforderlich sein, um auf diesem abhängigen Markt tätig zu sein. Das heißt, der abhängige Markt ist deshalb abhängig, weil ohne den Zugang es nicht möglich ist, da tätig zu werden. Man muss also alles tun, was zumutbar ist, um andere Wege zu finden, die ohne den Marktteilnehmer gehen. Nur dann, wenn es wirklich keinen anderen zumutbaren Weg gibt, kommt ein Anspruch in Betracht. Reine Bequemlichkeit reicht nicht. Dann Nummer 4, es muss auf dem Folgemarkt so sein, dass es dann da überhaupt keinen Wettbewerb gibt, was heißt, dass dieser Markt komplett unbefriedigt ist. Solange es Konkurrenten auf diesem Markt gibt, müssen Sie nicht jedem denkbaren Menschen Zugang gewähren. Es reicht, wenn sozusagen da Wettbewerb vorhanden ist. Und schließlich ist auch noch eine sachliche Rechtfertigung der Zugangsverweigerung möglich. Das ist also der Ausweg, wie man immer rauskommt, dass derjenige sagt, ja, hier der Grund dafür ist, dass du mich schon mal belogen hast oder der Grund ist, dass du zahlungsunfähig bist oder der Grund ist, dass du auf dem Markt ohnehin keine Chance hast, weil du zu klein bist. Dann ist das ein sachlicher Grund und der kann in der Tat die Verweigerung rechtfertigen. An dieser Stelle machen wir in der kommenden Woche weiter. Wir sehen uns am 7. Juli. Wir haben dann noch einen Termin am 14. Juli und dann ist schon die Klausur. Nächste Woche werden wir abschließen den Missbrauch. Und werden dann die
Durchsetzungsregeln behandeln, das heißt die Paragraphen 33 folgende und die behördlichen Maßnahmen. Und in der letzten Woche gucken wir uns ganz kurz an die Fusionskontrolle, die aber nicht für die Klausur relevant ist. Damit wäre ich für heute durch und wir würden uns dann auf nächste Woche vertagen. Vielen Dank für die